Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute zu einem sehr besonderen Gespräch mit Kurt. Den kennt ihr ja schon, wenn ihr hier seid. Aber ich darf Christian und Anna begrüßen. Die sind momentan auf Thailand. Genau. Hallo. Und wir kennen uns persönlich nicht tatsächlich, also Bilder habe ich von euch schon gesehen. Wir sind über den Jan Weibel eigentlich zu euch geführt oder wir zueinander geführt worden, sind aus meiner Wahrnehmung sehr gleich mit einer sehr ähnlichen Ausrichtung unterwegs. Christian, du hattest es genannt, die moderne Spiritualität, also so Wissenschaft, Spiritualität, also ich würde jetzt sagen mal, die geistigen Welten, die geistigen Ebenen in der Neuzeit zusammenzubringen. Was ist tatsächlich möglich? Das sind, ich sage jetzt einfach mal so, die Grundausrichtung, in die wir heute gehen wollen. Und dann überlassen wir uns dem, was sich zeigt. Also wie kann man auch Wissenschaft und Technik unterstützend für die jetzige Zeit, für die neue Menschheit, zusammenbringen? Und ohne jetzt viel von euch zu erzählen. Ihr könnt Infos dann mit Link unten im Infoteil finden, was die zwei denn da so in die Welt bringen. Aber ich erlebe das als sehr, sehr, sehr unterstützend. Auf eine andere Art und Weise, aber doch unterstützend für die Menschen in dieser Zeit, bei Bewusstsein zu sein, sich zu erinnern, wer ich bin, in meiner Mitte zu sein, mit all dem, was auf uns einströmt, was es einfach gibt, gerade hier in Zeit und Raum, in dieser Matrix, ein Stückchen Unterstützung zu kriegen. Das ist jetzt mal so eine grobe Ausrichtung und vielleicht gebe ich es als Anfang gerade mit rein. Wir hatten auch im Vorfeld so ein bisschen, dass gerade in unseren Breitengraden es Menschen gibt, die meinen, ich kann alles alleine, ich muss alles alleine und sowieso mir kann kein anderer helfen und ich will das auch gar nicht. Hallo, ich bin mein eigener Schöpfer, ich bin mein eigener Herr, meine eigene Göttin, meine eigene, was auch immer. Und gleichwohl gibt es dann das Extrem, ich schaffe gar nichts alleine, ich brauche die Hilfe, ich kann nichts alleine, ich schaffe es nicht alleine. Das ist so für mich in der Dualität so das eine Ego, ich bin der alleinige Macher und ich schaffe es gar nicht. Und das andere, was ich so wahrnehme und was wir ja auch in der Global Harmony Unity zum Beispiel haben, dass es ruft, uns in einer Gemeinschaft oder in Verbindung miteinander etwas Größeres Ganzes zu sein. Also in meiner Individualität, in meiner Vollständigkeit, in meinem auch völlig verantwortlich sein für das, was ich erlebe und was ich bin und gleichwohl uns zu verbinden und ein größeres Ganzes zu sein als vollständige Wesen. Und so erlebe ich euch und damit eröffne ich jetzt dieses Gespräch und gebe den Ball, wie wir so schön sagen, an euch oder an Kurt, wer auch immer den Impuls hat, jetzt was zu sagen. An euch. Okay, ich bin mal so frei. Also. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Zuhörer, dass sie die Zeit mitbringen, uns hier die Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich finde, Nada, deine Einladung sehr, sehr schön, weil Ich liebe auch diesen Gedanken. Ich habe ja auch Interviews von euch gehört und natürlich seid ihr schon viel länger auf der Bühne und habt sehr fundiertes Wissen und auch mit viel Verbindung zum Zentrum, zu allem, von Gott. Und für uns ist aber auch immer wieder eine Herausforderung, sage ich mal, ich bin jetzt 36, quasi den Weg dahin zu finden. Ja, also quasi wirklich zu sagen, okay, man findet seinen Weg zu seiner unsterblichen Seele. Und baut es irgendwie eben in der modernen Welt aus und hat aber gleichzeitig aus meiner Sicht Herausforderungen, die halt einfach irgendwo früher noch nicht so wirklich da waren. Ja? Und das habe ich zum Beispiel immer so gemerkt, war so für mich so der Konzentrationsmangel im Thema Elektrosmog, ja, oder vergiftet im Körper. Also so Giftstoffe im Körper und Elektrosmog waren für mich zwei Themen, die mich immer in der Dualität wirklich stark eingeschränkt haben, auch wenn ich mir irgendwo innerlich schon fühlte, dass es nicht wahr ist, ne? Aber vielleicht war mein Geist oder mein Bewusstsein noch nicht stark genug, damit umzugehen. Und das waren quasi so die Themen, die uns als Paar auch immer angetrieben hat, zu sagen, okay, ja, es gibt irgendwie neue Herausforderungen. Ne? Wir können zum Beispiel ein super Video hier aufnehmen über, ne? Wir sitzen in Thailand, wir sitzen in Deutschland, super Tonqualität, super Bildqualität, ne? Es ist einfach genial.
Aber gleichzeitig strahlen mir halt auch gerade LED-Lampen ins Gesicht, ne? Der WLAN-Router ist an, damit ihr die Verbindung nach Deutschland habt und. Und das sind halt so erste Dinge, die halt vor 50 Jahren, zumindest so wenn ich mit meiner Mutter rede irgendwie, ne, die auch noch so von zu Hause das Blumsklo kennt, ne, die aus dem Bauernhof groß geworden ist, ne? War halt einfach nett, ne? Und ja, das ist so ein bisschen unsere Energie, ne, und unser Thema, ja. Ja. Also ich glaube, es ist ein bisschen entscheidend, als wer wir das erleben. Mhm. Wenn ich das erlebe als Mensch, was wir nicht sind, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die meisten identifizieren sich mit ihrem Menschsein, aber wir sind hier nur vorübergehend zu Besuch. Wir sind also reines Sein, das hier vorübergehend eine Erfahrung macht in einer ganz anderen Welt. Wir bekommen dafür ein Erdenkleid, unseren Körper und Verstand und der entwickelt Persönlichkeit. Aber das ist mein Kleid. Ich bin der Träger, ich bin der Benutzer, der Besitzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument und ich bin der Erfahrende. Und jetzt kommt es darauf an, eben bei Elektrosmog oder bei all diesen Dingen betreffen, die mich als Mensch, dann bin ich dem ausgesetzt. Gleichzeitig aber habe ich nur geringen Einfluss, weil der durch das kollektive Bewusstsein eben verursacht wird. Dann wird es sehr schwer, da was zu ändern. Oder aber ich erlebe mich eben als reine Energie, als Bewusstsein, das sein eigenes Feld, seine Schwingung bestimmt. Dann bin ich nur begrenzt dem ausgesetzt, weil ich das auf einer ganz anderen Ebene erlebe. Und deswegen glaube ich, ist es entscheidend, als wer gehe ich durch dieses Leben, durch diese Welt. Genau, und ihr habt es wahrscheinlich, wenn ihr uns schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr, dass Kurt und ich das oft sehr unterschiedlich sehen. Aber für mich ist der Unterschied, ja, wir sind dieses unsterbliche ewige Sein, wir sind unsterbliche Seele, Bewusstsein, wir sind völlig natürlich absolut getrennt von all dem, was der Körper erlebt. Aber für mich ist der Körper in dieser relativen Wirklichkeit den relativen Umständen auch ausgeliefert ein Stück. Natürlich entscheide ich, in welcher Frequenz, natürlich entscheide ich auch, in welcher Präsenz, natürlich entscheide ich auch ein Stück über mein Energiefeld, aber die Energiefelder hier in dieser Matrix, in diesem eben Zeitraum, Materie, die sich bewegt oder weniger wird, darin existiert dieser physische Körper und darin schwingen meine Zellen, darin schwingt alles. Natürlich, je stärker ich präsent bin, bin ich stärker, so wie was mit Masaru Emoto gekommen ist, mit dem, dass man es untersuchen kann, der auch gesagt hat, bei den Telefon, Handy, Strahlen, was auch immer, haben gesagt, okay, hast du mal da auch Kristalle fotografiert, sagt er, ja, die sehen natürlich ganz, ganz schlimm aus, aber wenn du mit jemandem sprichst, in Liebe verbunden, in Freude verbunden, gibt es die schönsten Kristalle. Ja, natürlich haben wir das in der Hand, aber wer ist denn wirklich 24 Stunden am Tag in diesem Bewusstsein, in der Liebe, in der Annahme, in der absoluten Präsenz? Und darin tatsächlich so beides zu haben, also der Körper existiert hier, der Körper ist tatsächlich, sind viele, viele Einflüsse, was ihr auch gesagt habt, der ganze Elektrosmog, aber auch nicht nur, für mich ist es noch viel schlimmer, also schlimmer, aber wirksam. Mal all die Gedanken, die Menschen haben, all die Emotionen, die sie haben, all die Ängste, all die Sorgen, das ist ja so sehr im morphogenetischen Feld. Und darin ist dieser physische Körper, der schwingt damit. Also natürlich kann ich viel machen, natürlich können wir hier in unserer heilen Welt viel machen, aber natürlich geht es auch irgendwann mal rauszugehen. Und ich komme mit Menschen und wir sind verbunden. Und da ist es für mich, ich bin kein Solitär. Ich bin nicht getrennt, sondern ich bin in dem Ganzen. Und es ist ja schon ein Stück vielleicht auch unsere Absicht, dass wir hier sind, um in dieser Zeit präsent zu sein, um andere zu erinnern. Und natürlich ist das, was Kurt absolut, also sagt, absolut wahr, dass wir das sind. Aber für mich ist der Unterschied, und was ist mit meinem Körper? Wie geht's dem denn? So. Und auch ihn zu unterstützen, auch da, also viele sind ja dann unterwegs, die machen Yoga und meditieren und ernähren sich biologisch gesund. Aber es geht für mich immer darum, eben in welcher Haltung und ja, was ist unterstützend da? Ja, also ich steige nochmal kurz ein, aber ich möchte da noch mal anders Stimme hören.
Also die beiden Seiten, die ihr auch da erleuchtet, die spüre ich auch persönlich selben Tag immer in meinem Körper und auch immer, wenn ich mit Freunden spreche. Also ich bleibe noch mal kurz bei mir. Bei ihr ist es so, wenn ich meditiere zum Beispiel jeden Tag 2 Stunden, das ist so unser Ziel, wo wir uns gesetzt haben. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich die Wirbelsäule wahrnehme, spüre ich Schiefstellung. Und Anna kann die zum Beispiel auch wahrnehmen, ja. Und da ist es halt wirklich so auch so, dass Anna sagt so, ja, sie kann wirklich so wahrnehmen, dass halt der eine Wirbel noch nicht richtig positioniert ist, aber irgendwie mein Unterbewusstsein, Überbewusstsein, was auch immer, es nicht richtig loslassen will, dass es ist. Und ich spüre halt diesen Bruch in der Wirbelsäule, also in der Energiefluss. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist zum Beispiel eine Angriffsstelle, dass ich zum Beispiel Angst fühlen kann. Ne? Also das quasi, was Kurt da gerade gesagt hat, diesen Zustand, den ich auf jeden Fall erreichen will und den ich weiß, dass es absolut wahr ist und das ist die absolute Wahrheit. Aber ich spüre eben, dass manchmal dieses Außen, dieses Mensch eben an solchen Stellen irgendwie Zugriff auf mein Bewusstsein bekommt. So nehme ich das zumindest wahr. Ne? Also dass das quasi so Angriffsstellen, ne? Da gibt es auch Leute, die sagen, wir haben irgendwie Löcher im Karma, wie auch immer. Ich mache es jetzt einfach mal in meiner Wirbelsäule fest. Dass das für mich Stellen sind, die vielleicht auch karmisch bedingt sind, ja, wo ich einfach gewisse Lebenserfahrungen noch nicht gemacht habe, wo mich das Leben packt und mich dann Schmerz, Leid, Momente kreieren lässt, die als Mensch sehr unangenehm sind, ja. Wenn ich mich natürlich fokussiere, geht es natürlich leicht vorbei, ne? Man nimmt die Erfahrung mit, aber ja, so in dieser Dualität stecke ich auf jeden Fall noch drin, ja. Wie ist es bei dir so, Anna? Ja. Ich fühle kurz Worte so arg, also wohin es geht und als was und oder wer, wie erlebt man das? Und ich weiß, wohin der Weg geht. Und ich weiß, dass wenn man dieses Ziel erreicht hat, dass einem eigentlich überhaupt nichts mehr ausmacht. Egal, was im Außen passiert. Die spannendste oder jetzt gerade die aktuellste Erfahrung von uns beiden. Wir, wie Christian schon gesagt hat, wir meditieren extrem viel am Tag und haben in kurzer Zeit über diese Meditationen halt auch super viel erreichen können, jetzt schon. Aber wir sind auch viel unterwegs und das aktuellste Beispiel ist zum Beispiel jetzt, wir waren in Berlin und vor 2 oder 3 Jahren war Berlin wirklich noch so arg in unserem Herzen. Da hat die Geschichte von Chiblanco zum Beispiel angefangen. Da hat wir haben plötzlich Publikum bekommen. Die Menschen haben ein Augenmerk auf Chiblanco gelegt und haben angefangen, uns zuzuhören. Und da wurden wir gehört mit unserer Message. Wir sind wirklich auch ein paar Jahre dort geblieben, weil es uns sehr getaugt hat. Und sind dann irgendwie ins Reisen gekommen und jetzt in diesem Sommer waren wir zurück in Berlin und es war unglaublich, wie schwer es war, dort zu meditieren. Mitten in dieser Metropole, ich habe die Menschen gespürt, ich habe diese ruhelosen Gedanken gespürt und ich war mittendrin und ich habe versucht, wir hatten eigentlich eine ruhige Wohnung und wir sind vollkommen ausgestattet mit unseren eigenen Systemen, mit 2G Homes und DG1s und ich habe wirklich gekämpft in der Meditation. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich wirklich in die Mitte gekommen bin, bis ich wirklich Ruhe. Man hat so das Leid gefühlt, ne? So diese, und auch dieser Drang, so diesen immer mehr, wer bin ich, was soll ich auf der Welt, ne? Und Alkohol, Party, ne? Diesen ganze unendliche den Sinn nachgehen, ne? Die ständige Befriedigung, sei es durch was auch immer, ne? Sexualität, Essen, Trinken, Rauchen, whatever, ne? Also ich habe das auch noch nirgendwo so stark wahrgenommen, wie wir da wo wir in Berlin waren. Ne? Ja, ja, also es war anders. Es war anders. Man kann sagen, dass sich jetzt in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel verändert hat, eigentlich überall auf der Welt. Oder wir zwei haben uns sehr entwickelt. Das, was Sie jetzt erst wahrnehmen können. Beides, ja, wahrscheinlich beides, genau. Ja. Ja, wahrscheinlich beides, weil es ist ja einfach so tatsächlich, und da seid ihr ja auch jetzt Fachleute, was Frequenz und Schwingungen und sowas angehen, dass
so unsere Erfahrung, Kurt kann ja gleich nochmal was dazu sagen, dass viel Inneres einfach durch Erhöhung der Frequenzen jetzt hochkommt und rauskommt. Und das, was früher gern mal so überlagert worden ist, so alles schön und alles easy going, die ganzen Ängste, die ganzen Sorgen, das Innere poppt auf einmal enorm hoch. Menschen, die man schon jahrelang kennt, von denen man auch geglaubt hat, boah, die sind doch Gänsefüßchen ganz weit, kommen die Themen, die eben noch nicht wie erlöst sind. Oder was du vorhin gesagt hast, auch mit der Wirbelsäule oder den Bagram Wiegler, dieser spirituellen Wissenschaft, untersucht man das, oder da ist die Aussage, die sprechen von diesen Paramanus, also die subatomarsten Teilchen, die sind alle geladen aufgrund unserer Unwissenheit, aufgrund dessen, woran wir früher geglaubt haben, wie wir die Welt gesehen haben, wie wir darauf reagiert, agiert haben, Impulse gegeben haben. Da wären wir jetzt bei der Quantenphysik auch wieder, wo ich Absichten gesetzt habe aufgrund meiner Identität. Meines Identifiertsein, meines Weltbildes. Und das alles ist in diesen subatomaren Teilchen gespeichert, wie geladen. Also es ist wie eine energetische Ladung. So, und das will sich entladen, entsprechend meiner eigenen oder unserer eigenen Natur, die heil ist, die vollständig ist, die Liebe ist, die Licht ist. Aber darin, in diesem System, sind also die ganzen Ladungen noch, und die wollen nichts anderes als sich erlösen, entladen. Und da braucht es dann natürlich, Gänsefüßchen, dann auch die Auslöser. Dann kommt, ob das jetzt die Umstände Corona ist oder der Partner oder was auch immer, braucht es dann so ein Stückchen. Man kann dann sagen, okay, da ist ein Loch in der Aura oder was auch immer, das ist eine Angriffsstelle, aber letztendlich will etwas, was noch gespeichert ist in dem System, einfach erlöst werden. Und da erlebe ich das, vielleicht auch da nochmal zu unserer Ausrichtung, was unterstützt mich denn in dem, wenn ihr auch sagt, jetzt in Berlin war es so schwierig oder so, was unterstützt mich trotzdem in dieser Zeit, egal wo ich bin, egal, weil nicht jeder kann sich das ja erlauben, irgendwo jetzt wie Kurt jetzt hier am Strand zu sitzen oder ihr in Thailand oder irgendwo in der Natur, wo es keinen Elektrosmog hat oder egal wo, die meisten sind ja genau nicht da. Und dennoch, was unterstützt mich denn? Das eine natürlich, wo wir mehr unterwegs sind, ist Bewusstsein, natürlich idealerweise nicht einfach nur Gänsefüßchen, nur 2 Stunden am Tag, sondern ich bin eigentlich ständig in dieser meditativen Erinnerung, wer bin ich wirklich, egal was passiert, es hilft mir wirklich, diese Dinge zu entladen, zu erlösen, zu heilen. So, und da glaube ich, sind wir, wie es auch mit Jan ja auch ist, so die Generationen auch, so ein bisschen dieser Staffellauf mit der Wissenschaft jetzt, mit den Erkenntnissen, die ja früher gar nicht da waren. So, wie bringt man das zusammen, um einfach unterstützend da zu sein? Aber jetzt gebe ich mal das Wort an Kurt. Also zunächst einmal kann ich euer Erleben von Berlin sehr gut nachempfinden. Ich habe meine Jugend in Berlin verbracht. Okay. Und gerade die prägenden Jahre eben, und habe auch den Wechsel und Wandel der Stadt teilweise miterlebt. Aber zunächst einmal ein Kompliment. Ich habe vorhin gehört, Sie sind 36. Als ich 36 war, habe ich mit Sicherheit nicht in diese Richtung geschaut. Da war das Menschsein eben im Vordergrund, und da war ja noch Nachkriegszeit, also ich habe ja noch den Krieg erlebt. Da ging es erstmal ums Überleben, dann um Erfolg, wieder was zu essen haben und so weiter. Und das alles in Berlin, also das war schon sehr prägend und ungewöhnlich. Aber ja, heute eben weiß ich, und das habe ich mir, hätte ich mir gerne damals als jungen Menschen gesagt, was ich heute weiß, das habe ich oft überlegt, das wäre schön, wenn ich mir meiner Jugend begegnen könnte als älterer Mentor und könnte mir sagen, du, mach dir keine Sorgen, das geht letztlich gut aus. Und für mich steht aber mehr im Vordergrund, eben jetzt entscheidend ist die Schwingung meines Energiefeldes. Ob da jetzt außen Elektrosmog ist oder was auch immer, interessiert mich eigentlich nicht so sehr, weil es kommt darauf an, welches Feld ist stärker. Und wenn ich eben stark genug bin, dann präge ich eher meine Umgebung als meine Umgebung mich. Und das, glaube ich, sollte zumindest das Ziel sein, dass wir wissen, wenn ich stimme, dann stimmt auch mein Leben.
Und was draußen die Welt macht, das wird geprägt von dem kollektiven Bewusstsein. Da hat der Einzelne nur einen sehr verschwindend geringen Einfluss drauf. Aber was in meiner Welt geschieht, das bestimme ausschließlich ich. Und da ist eben entscheidend in dieser Welt, wer erlebt denn diese Welt, meine Welt? Wer prägt den? Lebe ich in der Illusion, ein Mensch zu sein? Wie ja fast alle. Ja, die identifizieren sich ja mit dem Menschsein. Fragen Sie doch mal jemand, wer bist du? Dann sagt er erstaunt, wie, wer bist du? Wir sind Menschen alle, ja. Wir sind irgendwann geboren worden, wir werden mit der Zeit älter, irgendwer sterben wir dann, irgendwann sterben wir, das ist der Lauf der Dinge. Ja, das ist der Lauf der Dinge, aber nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist eben wieder, ich habe zu Hause gelebt, ich komme hierher und ich entscheide, wie viel die Umwelt mich prägt oder wie ich die Umwelt präge, und ich gehe dann wieder nach Hause. Ich bin ewiges Sein. Und für mich hat das einen ganz großen Unterschied gemacht, als ich mir zum ersten Mal bewusst, ich wusste lange, ich bin unsterblich, ich bin ewiges Sein. Aber das war Wissen. Gelebt habe ich als Mensch. Und dann war es eben wichtig für mich, zum ersten Mal zu fühlen, ja, mir kann ja hier gar nichts passieren. Ich bin unsterblich, egal was hier das Kollektiv macht. Ich habe ja diese Erfahrung gewählt. Ich habe das ja von zu Hause gesehen. In welche Zeit gehe ich hinein, in welches Land, bei welchen Eltern? Was erlebe ich denn in der Zeit? Ich habe das gewählt, aber mir kann die ganze Zeit hier nichts passieren. Und das ergab für mich, und ergibt es noch heute, ein wunderbares Gefühl der Souveränität eben. Ja, ich gehe hier durch und egal, was die veranstalten, mir kann nichts passieren. Ich bin unkaputtbar. Also mich beeindrucken die Worte immer wieder, weil ich spüre die Wahrheit dahinter. Ja. Oft ist es ja so, auch dass wenn man Bücher liest, also mir geht es so, wenn ich Bücher lese, da lese ich, dass der Autor das halt schreibt, weil er es irgendwo aufgefasst hat und er weiß, dass es gut im Publikum ankommt, aber ich spüre auch immer wieder, wenn ich ihre Worte höre, dass das ist fundiert, also es ist nicht nur, sie sagen es nicht so, weil sie es sagen wollen, sondern weil sie es erfahren haben. Ja. Und das beeindruckt mich und das, muss ich jetzt auch mal sagen, bestärkt mich auch wirklich noch mehr in meiner Arbeit oder in meiner Bewusstseinsentwicklung, also das noch mehr zu verankern, weil das ist, wir reden da oft drüber, wir spüren diese, es gibt Tage, da spüre ich diese Unsterblichkeit in mir, die ist da felsenfest, und manchmal wache ich früh auf und ich bin eigentlich vollgeladen mit Ängsten, ne? Ängsten wie, ne, menschlichen Ängsten, ne? Unternehmer sein, ne? Ehemann sein, lalalala, ne? Die Geschichte geht dann lang und dann kann man sich da rein. Aber es ist halt manchmal für mich so spannend, der Wechsel, ne? Das ist wirklich, ich wache aus dem Traum auf und die Schweißperlen sind schon auf der Stirn da, ja. Und an manchen Tagen wacht man auf und es ist so, so klar, dass es die Illusion ist und man genießt die Vögel draußen, schaut die Sonne an und guckt seine To-Do-Liste an, lächelt mal kurz drüber, weiß genau, was man machen will, zieht es genau durch und an einem anderen Tag guckt man die halt an, ne? Und dann rollen die Schweißperlen, also bei mir ist es wirklich so, da rollen die Schweißperlen runter und ich würde am liebsten den Laptop schon wieder zuklappen, ne? Weil eher die Überforderung kommt. Aber ja, also muss ich halt so sagen, ich kann es fühlen, aber es ist noch nicht in der Stabilität, wie ich es mir wünsche. Oder wie ist es bei dir? Ich bin mal, also wenn man Christian und mich vergleicht, sagt man zu mir, oder Christian sagt das immer, ich lebe wie in so einer Traumwelt. Ich bin wie so ein, keine Ahnung, Fee oder Schmetterling, was die ganze Zeit durchs Leben einfach flattert und nimmt das alles viel zu leicht auf die Schulter. Aber ich glaube, das ist das wahre Sein. Das ist die wahre Natur der Seele. Ruhe, Stille, sorgenlos. Da kommen wir her. Und da gehen wir hin. Und das ist wirklich. Und das so bald wie möglich. Und immer wieder mein Kompliment, dass Sie so früh in diese Richtung schauen. Ich habe ja nun ein bisschen mehr Zeit gehabt, dahin zu kommen, wo ich bin. Also wer weiß, wo Sie dann sind, wenn Sie 90 sind. Und lassen wir uns überraschen. Aber da sind Sie wahrscheinlich schon viel weiter und durchgestartet. Also lassen wir uns überraschen. Ich bewundere das,
dass Sie solche Voraussetzungen haben. Ich hatte die nicht, aber ich bin sehr dankbar, nicht wo ich gestartet bin, aber wo ich angekommen bin. Möchte ich das Lob aber nochmal aufgreifen, weil ich muss schon sagen, ich bin auch dankbar, dass es Menschen wie euch beide gibt, weil das fiel ja uns auch nicht vom Himmel. Ne? Ich hatte ein Interview gehört, wo sie gesagt haben, dass sie mit 17 jemand sie mitgenommen hat zum Meditieren. Und dann dachte ich zurück, bei mir war es eigentlich das Gleiche. Ich hatte auch damals, ich war 20 oder 21 und da war ein Professor, der hat so eine Ausbildung angeboten und dann habe ich gedacht, ja, leicht verdiente Punkte. Und da habe ich das erste Mal meditiert und ich habe meditiert und bin umgefallen und habe geheult, weil ich gemerkt habe, wie viel innerer Schmerz eigentlich in meinem menschlichen Körper noch gespeichert ist. Und ich kann da einfach nur sagen, deswegen ist es auch mir so wichtig, auch hier vor der Kamera zu sitzen, weil ich halt auch Menschen, Freunde habe, die jünger sind als ich und wo ich schon als Vorbild dienen, die sagen, oh Christian, wo du gerade bist, ey, da brauchen wir noch 3 Leben. Ne? Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig, dass jeder hier frei seine Erfahrungen teilt und dass ich finde es so toll, was ihr macht, ne, dass ihr einfach sagt, okay, weil klar, mit der Nachkriegszeit, mein Opa ist auch, also ist 92 geworden, ist dann verstorben und der hat halt auch Kriegsgefangenschaft und dieses ganze Spiel mitgenommen und es hat dem, an seinem Sterbebett habe ich die Energie noch gespürt, dass er eigentlich nie über die Kriegszeit hinweggekommen ist, ja, die war noch wie eingebrannt in seiner DNA drin, ne? Und der war schon weit und war ein sehr netter Mann und hat viel gelacht und habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Aber das war halt auch nicht der Durchschnitt, ne? Auch wenn ich so in meinem Heimatdorf gucke oder so. Es gibt halt noch Menschen, die wirklich in dieser Vergangenheit, in diesem Schmerz gefangen sind, ne? Und da ist was für uns, oder ist halt auch gut, Vorbilder wie euch zu haben, ja? Also Menschen, die halt dann auch irgendwann mal ausgestiegen sind und gesagt haben, egal, ob es jetzt mit 40 oder 50, ist ja egal, aber einfach gesagt haben, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg, egal was die Gesellschaft sagt. Und ich teile einfach mal so, wie ich es fühle und wie ich es Channel, Download oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, also von daher, also ich bin auch vielen super schon dankbar für dieses Gespräch heute. Also mir, ja. Ich weiß auch, dass es vielen Menschen einen Auftrieb gibt, an ihrer eigenen Spiritualität weiterzuarbeiten. Es ist auch wirklich da, wo wir herkommen, sage ich jetzt mal, wir waren ja auch von Alkoholmissbrauch, kann man schon so sagen, wirklich von Freitag bis Sonntag. Wir haben auf das Wochenende hingearbeitet, um am Wochenende uns zu betäuben, weil am Montag fängt das wahre Leben an. Darauf haben wir hingearbeitet und so sehr, so unbewusst gelebt. Und irgendwie mit der Meditation hat man ganz leise irgendwann den Hauch von Hoffnung gespürt, dass da was anderes ist, dass das nicht die Wahrheit ist, dass da was anderes ist, was höher ist, was es gilt zu erfahren. Ne? Und wir haben bei Christian konnten die im Freundeskreis überhaupt nicht glauben, dass der sich innerhalb von 6 Jahren so arg gedreht hat von ja, am Wochenende sehr viel trinken bis gar nichts und sehr bewusst den Tag angehen und ja, das auch in der Partnerschaft zu leben. Und in der Zeit haben wir uns kennengelernt, also mit diesem wilden Party und Alkoholexzessen. Und das war dann so ein, wir haben uns beide gegenseitig angehoben, ja. War keine leichte Zeit, wir sind durch viele Streiter reingegangen. Aber da war so eine Herz-zu-Herz-Verbindung, die, und das kann ich an alle nochmal rausgeben, egal wie schwierig eine menschliche Beziehung auch zu sein scheint, wenn da irgendwas ist, wo man eine Herz-zu-Herz-Verbindung, egal wie subtil sie scheint, wenn da irgendwas ist, festhalten und dran arbeiten. Ja, danke für euer Teilen. So, ich habe immer das Gefühl, auch wenn man glaubt, betäuben zu wollen, das kommt aus dem Grund, dass es eine Erinnerung gibt. Eine Erinnerung an, Kurt würde sagen, an Zuhause, an uns selbst, an etwas. So ging es mir, als ich ein kleines Kind schon war und in die Welt geguckt habe, sage ich, naja, irgendwie bin ich falsch gelandet. Das kann ja nicht, also was machen die Menschen hier? Die gehen zur Arbeit, was ihr sagt, und
am Wochenende oder Urlaub oder was auch immer, glauben sie dann, sich irgendwas holen zu müssen, zu wollen, von dem sie glauben, dass es mir dann besser geht. Und das ist für mich halt einfach dieser Ruf von uns selbst, von dem Inneren, wer wir wirklich sind. Und für mich ist es wichtig oder in den Jahren jetzt geworden, einfach diese Unterscheidung, dass der, der wir sind, einfach immer da ist. Das ist unser Kern, das sind wir. Meditation kann uns daran erinnern. Und gleichzeitig sind wir hier als Menschen, als Person. Aber es ist wirklich unser Auto, mit dem wir hier fahren, was gesehen werden kann, mit dem wir uns bewegen können, was Teil der Materie ist, aber der drin wohnt, nämlich ich, der Fahrer, so zu wissen, ich bin immer da, ich kann mich nicht verlieren, ich kann mich vergessen, ja, und dann kann ich drunter leiden, ja, weil ich letztendlich mich wieder finden will. So von dem her kann ich auch das nur ermutigen, egal wie es mir geht, egal wie schlimm es mir erscheint, gerade dieses Leben oder gerade jetzt auch in der Zeit, diese Offenheit, und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, ich muss es nicht alleine schaffen, eine Offenheit zu haben mit im Miteinander, so wie wir jetzt, ich spüre uns vier, das ist ein kleines Kraftfeld, so das wird Zuschauer, Zuhörer geben, die können sich mit einklinken, für mich sind diese Felder so wichtig, die Frequenzen, je mehr wir sind, je mehr wir uns erinnern, egal wie es meinem Körper jetzt vielleicht gerade geht, vielleicht tut der weh und vielleicht schmerzt der und vielleicht sind da jetzt gerade Dramen gewesen und Ängste und was auch immer, aber es ist auch die Liebe, es ist jetzt schon zwischen uns, obwohl wir uns gar nicht kenne, diese Herzensverbindung, das ist da. Und wenn ich mir das erinnere oder wenn ich das spüre, Moment mal, stimmt das? Ist die da? Kann ich mein Herz spüren? Kann ich eure Herzen spüren? Oh ja. Das ist dann die Einladung. Und wir wollten es ja auch gar nicht so lange heute machen. Ich finde es übrigens auch total schön mit euch und die Zeit rennt schon wieder total weg. Aber was ich gerne so aus dem Moment jeden nochmal einlade, so, was ist deine Herzensbotschaft? Was liegt dir am Herzen? Was ist deine Herzensbotschaft? Oder was ist dir, weil ich gehe davon aus, dass dieses Gespräch schon ein paar Tausend erreicht. Was möchtest du mitteilen? Was ist dir wichtig? Über dich oder für den anderen oder was auch immer? Mike, an dich. Weißt du was, ist direkt an mich gerichtet. Ich hab an uns vier. An uns vier, ne? Ja, wer spürt den Call? Ja, ist eine große Frage. Ne? Das ist toll, wer spürt den Call? Also ich möchte dazu vielleicht was sagen, was mir wichtig erscheint. Wir haben eine ähnliche Erfahrung, sind relativ früh, ich mit 17, mit Meditation in Berührung gekommen und habe dann viele Jahre meditiert, bis ich irgendwann erkannt habe, das ist ein Anfang, aber Meditation, die irgendwann beginnt, eine gewisse Dauer hat und dann wieder endet, ist für mich keine Meditation mehr, sondern das ist eine wunderbare Übung, die hilft, den Geist zu klären, aber wahre Meditation hat irgendwann einmal einen Anfang und nie mehr ein Ende. Ja. Das heißt, das ganze Leben wird Meditation und das wird es einfach dadurch, dass ich als der, der ich wirklich bin, also als Bewusstsein, im Jetzt lebe. Im Jetzt leben heißt, Vergangenheit ist vorbei, für immer spielt keine Rolle, brauche ich mich nicht drum kümmern. Zukunft ist noch nicht geschaffen, die entsteht im Jetzt, also um die brauche ich mich auch nicht kümmern. Alles das geschieht im Jetzt und wenn ich also ganz bewusst, jetzt mache ich diesen Handgriff und jetzt das, bin ganz bei der Sache, dann wird ganz von selbst das ganze Leben zur Meditation und sie leben im ewigen Jetzt. Und im Jetzt nehmen sie wahr, was jetzt zu tun ist. Und da geschieht ein Wunder nach dem anderen. Stress verschwindet, weil er nicht mehr möglich ist, weil im Jetzt ist immer nur eine Sache zu tun. Es gibt kein Jetzt, wo zwei Dinge zu tun sind. Eins stimmt und eins stimmt jetzt eben noch nicht. Der Verstand hat immer 6, 7 Sachen oder mehr, die jetzt alle müssen, sein müssen. Aber auf einmal wird Leben ganz einfach. Und diese Erfahrung könnten Sie zum Beispiel
machen, indem sie dieses Gespräch zum Anlass nehmen und mal eintreten und sagen, ich probiere das mal gerade, ich trete mal ein in ein Leben ständiger Meditation, indem ich ihm ganz bewusst das tue, was ich jetzt tue. Dann verschwindet Vergangenheit und Zukunft sowieso. Dann gibt es nur das Jetzt und ich nehme wahr, was jetzt stimmt und reihe einen stimmigen Augenblick an den anderen zu einem stimmigen Leben. Und die ganze menschliche Problematik ist auf einmal nur noch Vergangenheit und ferne Erinnerung. Es ist ein ganz neues Leben und das ist das eigentliche faszinierende Abenteuer des wahren Lebens, das auf uns alle wartet, wenn wir wirklich ganz erwachen und leben als der, der wir wirklich sind, im Jetzt. Schön. Kann ich so zu 100% unterschreiben. Also ich konnte es selber nicht glauben, dass sich das normale, menschliche, alltägliche Leben wie in Leichtigkeit auflösen kann. Also Probleme, die man seit Monaten, eventuell seit Jahren mit sich rumschleppt. Darf dann ich einfach da mal einhaken? Ja. Immer. Ja. Es gibt keine Probleme. Ja. Ja. Es gibt Ereignisse, die sind vollkommen neutral. Jetzt geschieht das, das geschieht so, das ist so, das ist so. Erst der Verstand macht mit seinem Urteil daraus ein Problem. In Wirklichkeit, wenn ich nur das Ereignis nehme des Problems, nicht was verleugnen oder ignorieren, sondern ich erlebe alles das, aber alles, wirklich alles, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Mhm. Wenn ich das erkenne, dann gibt es keine Probleme mehr, sondern, jetzt ist das zu tun, und um das dahin zu führen, wo es sein soll. Und auf einmal sind nur noch Chancen da und Probleme sind verschwunden. Obwohl das Gleiche geschieht wie bisher. Ja, ja, das stimmt. Puh, jetzt fängt man leicht das Schwitzen an, ne? So hier im direkten Coaching. Ja? Aber ja, super. Also es ist echt schöne Message, auch denke ich, tägliche, für die Zuhörer. Das tägliche Leben wird sehr viel einfacher, wenn man diese Gottverbundenheit anfängt zu üben. Es ist wirklich am Anfang, wenn man so von 0 auf 100 irgendwie anfangen will oder startet. Ich habe am Anfang zum Beispiel das Wort Gott habe ich vermieden, weil das in unserem Alter, das wird dann so abgetan nach die Gott will man jetzt nicht hören. Es werden jetzt zurzeit andere Wörter dafür benutzt, das Zentrum von allen, das Universum, das weiß ich nicht was, aber am Ende des Tages ist es eigentlich Gott. Und wenn man sich Gott hinwendet und irgendwann weiß, wohin man zurückgelangt und den ganzen Tag versucht, mit Gott in Einklang zu sein und weiß, dass er immer da ist, dann wird einfach so viel einfach. Darf ich dazu ganz kurz noch was sagen? Sehr gerne. Also ich verwende das Wort Gott auch nicht, weil das Religionen verwenden und jeder hat ein anderes Bild von Gott. Ja. Aber kaum einer macht sich bewusst, auch wenn er sehr religiös ist, wenn er allein schon betet, lieber Gott, mach, dass meine Schwiegermutter am Wochenende nicht zu Besuch kommt oder was auch immer dem Ego wichtig erscheinen mag. Ja, Sie sagten gerade, wenn man sich zu Gott hinwendet, damit trenne ich mich von ihm. Das müssen wir uns bewusst machen, denn damit ist Gott irgendwo und ich bin der, der sich Gott zuwendet. Mhm. In Wirklichkeit ist, wir alle sind in Wirklichkeit ungetrennte Teile des einen Seins, das die Religionen Gott nennen. Und jetzt fühlen sie einmal sich als Teil. Also ich fühle mich als Welle auf dem Ozean des einen Seins. Die Welle hat Individualität, die ist anders als andere Wellen, höher, läuft länger, wie auch immer, aber ist gleichzeitig nicht getrennt von Ozean. Die kann man nicht trennen. Also ich bin gleichzeitig der Ozean,
in der Individualität als Welle. Und wenn Sie so fühlen, nicht denken, nur fühlen, sind Sie nicht verbunden mit Gott, wenden Sie, können Sie sich gar nicht mehr Gott zuwenden. Sie sind das eine Sein. Und ja, wenn Sie das fühlen, dann ist es ein ganz anderes Leben. Entschuldigung, dass ich das nochmal sagen musste. Nee, ist, Es ist eine super, super schöne Ergänzung. Es ist eigentlich das, was wir fühlen. Jeder Mensch hat einen göttlichen Teil in sich und es ist die Seele. Und hier unten ist es eben die im Menschen die individualisierte Seele. Ja. Naja, man merkt es halt auch nochmal wirklich diese, ich sag mal, knapp 60 Jahre mehr. Ne? Es ist dann schon gelebte Praxis. Ne? wir waren ja gerade, ne, jetzt kommt ein bisschen der Moderator da auch mit mir raus, ne, wir waren ja dabei, den Abschlusssatz zu finden, was wir den Zuhörern mitgeben wollen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen tiefen Worte. Ich schwitze wirklich schon, weil ich merke, okay, da wird gerade noch ein bisschen was bei mir nachgeschärft. Von daher nochmal wirklich vielen Dank für die Vertiefung. Ich kann es auch wirklich fühlen. Ne? Ja. Also es geht nicht nur um die Worte, sondern die Schwingungen, ne, wie wir es vorhin hatten, die dringen gerade durch die Kamera in mich rein, ja, in mein Gehirn und macht da oben gerade klick, klack. Ja, also aus meiner Perspektive jetzt auch hier so ein bisschen zu Gast, ja, und in der Verschärfung des eigenen Bewusstseins, kann ich für die Zuhörer einfach nur sagen, ja, nutzt das jetzt. Ne? Also wirklich, für den das jetzt überfordernd wirkt vielleicht, ja, vielleicht auch Zuhörer von unserer Seite, die vielleicht noch ein bisschen weiter weg sind. Es ist einfach eine Einladung, ne? Und es ist eine Einladung da rein zu sagen, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, ne? Weil jetzt kann man was verändern und egal wie vielleicht triggernd das eine oder andere Wort war oder wie, ja, unverständlich, egal welches Korn gerade gepflanzt wurde, es einfach mal sacken lassen, ja, und vielleicht auch den Podcast vielleicht nochmal anhören, ja, mhm, oder mal wirken lassen oder sich auch mit den Personen, die hier mit dran teilnehmen, nochmal genauer auseinandersetzen, mal andere Bücher, Podcasts, wie auch immer, lesen, zuhören und sich dieser inneren Wahrheit einfach mal hingeben, ne? Also dieses, weil jeder spürt ja eigentlich, jeder weiß ja eigentlich, was richtig ist, ne? An manchen Tagen weniger, an manchen Tagen mehr, ja. Aber man spürt ja, was gut ist. Und ja, dazu, das ist mein Abschlusssatz. Dazu möchte ich einladen, das jetzt zu nutzen, das, was man fühlt, dieser Schwingung zu folgen. Ja, ganz schön. Du hast eine schöne Kurve jetzt gefunden, weil du hattest jetzt als Einleitung jetzt des Abschlusses gesagt, wer fühlt den Call? Und so erlebe ich ja auch euch und so erlebe ich uns, dass es immer eine Einladung ist. Aber es ist wie der Call der eigenen Seele, des eigenen göttlichen Seins, des eigenen, was durch jemand anderen ruft, in Resonanz bringt. Aber letztendlich ist es immer ich selbst, der mich ruft. Und ich würde tatsächlich hier unser Gespräch gerne übertiteln. Wer spürt den Call? Wer spürt denn den Ruf seiner Seele, seines Selbst, Gott in sich? Wer spürt das und ist denn bereit? Und ich möchte gerne an dieser Stelle alle einladen. Hör mal genau hin. Hör mal ein bisschen mehr nach innen. Hör mal. Es ist so laut um uns. Es sind so viele Informationen, so viel, was auf uns hörbar und unhörbar auf uns eindringt und strömt und wirkt. Und da wirklich innezuhalten und was ruft mich eigentlich wirklich? Weshalb bin ich wirklich hier? So, was ist denn mein Call? Wo ruft es mich hin? Was ist es, was ich in dieser Welt leben will und auch hineinbringen mag? Und ich weiß einfach nur, ich möchte mich an der Stelle ganz doll bedanken, weil durch euer in unser Leben kommen, und da sage ich jetzt nochmal den lieben Jan, weil der eben so irgendwie mit dem Feld präsent ist auch, der durch sein Geschenk an Kurt etwas, was ihr in die Welt bringt, einfach uns auch sehr bereichert und sehr unterstützt. Und da finde ich, in all dem, wir sind Schöpfer und wir sind das, gilt es aus meiner Sicht, da kommt vielleicht ein bisschen das Weibliche rein, auch diese Demut, die Geschenke, die durch das Leben, letztendlich immer durch mich selbst, ja, aber durch andere Hände vielleicht zu mir kommen, diese Geschenke auch
anzunehmen, in Demut, in Dankbarkeit. Und ich spüre bei euch einfach diese Ausrichtung, die Absicht, mit der ihr das in die Welt bringt. Unabhängig davon, wie weit ihr glaubt zu sein, wie weit ihr glaubt oder was ihr noch alles glaubt, das vielleicht noch da ist, was vielleicht auch so ist. Aber da gibt es eine Absicht in euch, die ich sehr klar wahrnehme, die einfach so sehr zum Wohle des Ganzen und des Einzelnen ist. Und ich spüre einfach die Reinheit eurer Herzen, ich mag es jetzt mal so ausdrücken, was in dem, was ihr in die Welt bringt, spürbar ist. Und das ist für mich so das ganz Entscheidende. Es gibt so viele tolle Sachen, auch wir haben so viel Tolles schon ausprobiert, aber die Reinheit dessen, der Absicht, die dahinter ist, die wirkt einfach mit und die ist spürbar und die ist wirksam. Und das ist so jetzt mein Call oder das, was ich vielleicht da reinkomme. Und diese Reinheit ist in jedem und diese Vollständigkeit ist in jedem und die Erinnerung, dass wir das sind und von all dem, was wir glauben und was auf einer Ebene definitiv so ist, die Unreinheit oder dieses Nicht-Vollständig-Sein und was noch alles ist, ja, aber ganz tief innen drin sind wir es und wir rufen uns und ich bin einfach zutiefst dankbar für jeden, der unterstützend mit in dieser Zeit wirkt, zum Wohle. Dass es uns allen gut geht, dass wir uns alle erinnern, dass wir alle gut und verankert in unserer Mitte sind, um in dieser Zeit, in dem ganzen Strudel, kleine Leuchttürmchen oder kleine Kerzchen, egal was, für uns selbst und für die Welt sind. Von dem her würde ich jetzt schließen mit Dankbarkeit, aber ich gebe den Raum nochmal auf und ja, hoffe einfach, dass auch das, was zwischen all den vielen Worten jetzt vielleicht auch schwingt und was, ja, dass ihr uns spürt und letztendlich euch darin. Ich möchte auch noch einen Impuls reingeben. Die Nada hat es so schön gesagt, zu spüren, was wir wirklich sind. Wenn wir auf den Verstand hören, wenn ich das Beispiel nehme, was wir vorhin gesprochen haben, eins sein mit Gott, ja, wenn wir auf den Verstand hören, sagt er, oh, das ist ein so hohes Ziel, also das kann man in einem Leben ja wahrscheinlich gar nicht, da braucht man viele Leben, da muss ich noch viele, viele Schritte tun, so weit bin ich noch gar nicht. Und die Nada hat es gerade so in einem Nebensatz gesagt, nein, das bin ich ja die ganze Zeit schon, das ist meine Wirklichkeit. Ich möchte einfach nur den Menschen sagen, hör auf zu rudern, wir sind an Land. Ja, du hast das alles schon erreicht. Du musst das nicht werden, du bist das doch. Du brauchst dich nur zu erinnern an deine eigene Wirklichkeit. Und dann wird aus diesem unendlich langen Weg ein einziger Schritt des Erinnerns. Und ich bin am Ziel, bin bei mir selbst angekommen und bin wieder der, der ich wirklich bin. Und normalerweise würdest du sagen, und dieser Augenblick ist jetzt. Wow. Wow, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also ihr Lieben, ja, die ihr zuhört, dieser Augenblick ist die Einladung. Und dieser und dieser und dieser und jeder. Ja. Und das Jetzt wartet auf euch, auf alle, auf jeden. Und die Tür ist offen. Und wir können jederzeit eintreten. Es ist unsere Wahl, wann wir bereit sind, einzutreten in das Paradies des Jetzt und in das faszinierende Abenteuer unseres wahren Lebens. Also, worauf warten Sie? Willkommen zu Hause. Namaste. Namaste.